Ich würde nur sagen, wenn man die Lehre geschafft hat oder nicht, keine Angst, einfach weitermachen. Weiter Augen vor das Ziel haben und dann schauen, dass man das erledigt. Ich werde Anna Barbara, ich mache die Lehre als Drucktechnikerin und habe das letzte Lehrjahr schon vor mir und mache die Lehre in der Offset-Druckerei Schwarzach. Das coolste Highlight ist, wenn du wirklich im zweiten Lehrjahr schon an die Maschine darfst. Auf das freue ich mich schon seit einem Jahr und jetzt darfst du mal selbstständig das mal probieren. Wie geht das? Wie alles? Wie? Das ist das Coolste daran. Das ist, wenn man, zum ersten Mal auf der großen Maschine ist. Und das ist alles so neu, viel größer als wie die Lehrlingsmaschine. Das ist eine große Herausforderung, also da Hut ab. Also wir von der Offset-Druckerei Schwarzach, wir machen Lebensmittelverpackungen, Etiketten und Schachteln. Also im ersten Lehrjahr lernen wir uns alle zuerst kennen, dann lernen wir die Firma kennen, was macht man in der Firma, wie funktioniert alles, wie ist der Tagesablauf in der Lehrlingsabteilung. Dann kommen wir für 3 Monate in die Farbküche, lernen dort das Farben sehen. Im zweiten Lehrjahr dürfen wir schon marschieren. Dann lernt man uns dort grob, wie das alles funktioniert. Und dann, wenn es gut läuft und im dritten Lehrjahr, können wir schon selbstständig selber an der Lehrlingsmaschine drucken. Und dann im vierten Lehrjahr, wenn wir schon auf der großen Maschine sind, bereiten wir uns schon für die Lehrabschlussprüfung vor mit dem Ausbildner. Also wir haben einmal in der Woche haben wir Schule. Bei uns in der Schule lernen wir das Drucktechnik gesamt, nicht nur die anderen Fächer Deutsch, Englisch, Mathe. Wir lernen Theorie dazu und Praktische. Das Wichtigste ist einfach beides. Also wenn ich an der Maschine bin, nehme ich die Auftragstasche, wo ich machen will. Schau mal den Auftrag ab, was für Farbe das wir haben, ob wir Platte da haben, wie alles aufgebaut ist. Dann können wir die Platte stecken, Farbe reinhauen und dann können wir schon anfangen drucken und schauen, ob wir das Material da haben für den Auftrag und dann können wir laufen lassen. Also ich komme aus Dornbirn und ich bin zuerst in der Hauptschule gsi, dann noch zur Poli und dann direkt da in die Firma. Ich bin auf der Druckerei Schwarzach bin ich hergekommen, weil meine Familie mal da geschafft hat. Und jetzt habe ich gesagt, ich komme jetzt auch mal daher. Dann habe ich da eine Bewerbung hergeschickt und dann habe ich mich zum Schnuppern eingeladen. Dann habe ich mir dort mal Gas gegeben und dann hat man mich angerufen und gefragt, ob ich dabei sein will. Wir müssen teamfähig sein, hilfsbereit sein, genaues Arbeiten und farbblind darf man nicht sein.